Die Aktienmärkte an der Wall Street gestern ziemlich unter Druck, um sich dann so ein bisschen zu erholen zum Handelsschluss hin. Sollte man jetzt diesen Dip kaufen, wie man immer den Dip kaufen konnte in den letzten gefühlt 27 Jahren? Das ist die Frage. Und wenn man sich die US-Indizes anschaut, der DAX, by the way, ja sehr robust, der ist gestern kaum unter Druck gekommen, aber wenn man sich die US-Indizes anschaut, dann fällt auf, die haben alle ihre Range-Unterstützung gehalten, so der S&P 500, so der Dow Jones. Nicht allerdings der Russell 2000, der aus dieser Range rausgefallen ist, allerdings jetzt eine positive Divergenz im RSI zeigt. Und der Nasdaq, der ist nicht mal zu dieser Unterstützungsrange gekommen, also zum unteren Ende der Range, und handelt jetzt so irgendwo im Mittelfeld, hat allerdings auch eine positive Divergenz. Es ist also davon auszugehen, dass wir wahrscheinlich eine Erholung sehen werden heute bei Value-Aktien, bei den Aktien, die besonders unter den Sorgen um das Wiederaufleben der Corona-Krise gelitten haben. Zyklika, Value, all diese Bereiche. Gucken wir uns das Geschehen mal an. Hier, wir sehen den Dow Jones im gestrigen Tagesverlauf. Dann dieses Gap gleich zur Handelseröffnung. Futures waren negativ. Dann ging es noch weiter runter und dann so langsam wieder rauf. Die asiatischen Futures oder die asiatischen Vorgaben auch leicht positiv. Und hier unten sehen wir mal das Volumen im Spider, im maßgeblichen ETF auf den S&P 500. Und hier sehen wir, da ist jetzt seit Montag plötzlich Schmackes drin. Es ist so offenkundig, dass die alle wieder zurückgekehrt sind aus dem Urlaub jetzt am Montag. Wir hatten extrem dünnes Volumen in den letzten zwei Wochen. 41 Millionen gehandelte Kontrakte beim Spider, 43, 44, 38, 39, am Montag dann 73, gestern 92 Millionen. Also man sieht, da ist plötzlich jetzt ein bisschen Schmackes wieder drin. Es geht wieder richtig los an den Märkten. Kann uns nur gut tun. Was ist gestern gelaufen? Wir sehen, dass diese sogenannten Get-Out-and-Party-Stocks deutlich unter Druck kommen, also alles, was von Reopening der Wirtschaft profitiert, während die Stay-at-Home-Aktien besser alle gelaufen sind, Peloton, solche Geschichten, die man also zu Hause sich abstrampelt, also wo man nicht irgendwie ein Opening der Wirtschaft braucht, sondern eben von zu Hause zumindest ein Sportprogramm erledigen kann. Das sind die Werte gewesen, die gestern gut gelaufen sind. Und auch wenn wir uns die Sektoren mal anschauen, sehen wir Energie unter Druck, Finanzwerte unter Druck, Industrials, Materials. Also all das, was so konjunktursensitiv ist, wenn man so will, Healthcare dagegen, defensiver Sektor vorne, Real Estate, defensiver Sektor vorne, Utilities dagegen, Consumer Discretionary, ziemlich deutlich unter Druck. Also ganz klar, Risk-Off im Bereich Reopening der Wirtschaft, im Bereich Erholung der Konjunktur, das haben wir gestern gesehen nach den schwachen Einzelhandelsumsätzen. Sollte man jetzt den Dip kaufen, hier gibt es ein Analysehaus, das sagt, nee, lass mal. Wir haben größere Sorgen, weil wir sehen die Schwäche bei Small Caps, und in der Tat, diese Small Caps, die im Russell 2000 der Fall sind oder gebündelt sind, die entwickeln sich ja ziemlich schlecht in letzter Zeit, sind in einer Seitwärtsrange gewesen, die jetzt nach unten zu verlassen droht. Allerdings, wie gesagt, erstmal positive Divergenz. Gleichwohl sagt hier dieses Analysehaus, ja, 4340, 4350 Punkte, das wäre der Aufwärtstrend beim S&P 500. Das wären nochmal 100 Pünktchen im S&P, sind also um und bei 2,5%, die da durchaus Luft nach unten wären. So dieses Analysehaus, aber das ist natürlich defätistisch jetzt, meine Damen und Herren. Stonks always go up. Glauben Sie das also natürlich nicht. Wir sehen das jetzt am Freitag, ja, der kleine Verfall ist. Normalerweise sehen wir dann immer ein bisschen Unruhe am Markt, da wird gezerrt und gezogen, und es war wichtig, dass gestern die Indizes nicht weiter nach Süden abgedreht sind, denn dann würden diejenigen, die auf Call-Optionen sitzen, weiter unter Druck gekommen sein. Das konnte einigermaßen verhindert werden, aber wir sehen in den letzten drei Monaten beim kleinen Verfall war immer ein bisschen Action, ging es immer ein bisschen runter, also ist eine gewisse Nervosität da, und wir sehen diese Nervosität, by the way, auch am Optionsmarkt, wo wir hier den S&P 500 sehen. Oben und unten sehen wir das Verhältnis zwischen der Volatilität, meine Damen und Herren, der VWIX gegen den WIX, also wie volatil ist der WIX? Könnte man es so formulieren, und wir sehen, es geht hier stetig nach oben, während auch der S&P 500 stetig nach oben gegangen ist. Diese Relation unten misst im Prinzip die implizite Volatilität bei den Optionen, und die ist ziemlich hoch, und das zeigt, dass da
Durchaus Nervosität ist oft passiert das vor Sell-Offs. Natürlich diesmal nicht, meine Damen und Herren. Stocks always go up. Also das kann nicht passieren. Lassen Sie sich von diesen Sachen nicht beunruhigen. Wie gesagt, kurzfristig ist eine Erholung eher wahrscheinlich. Aber jetzt ist eben der Punkt, dass ziemlich klar wird, dass die Fed jetzt langsam ernst macht mit dem Tapering. Heute Abend um 20 Uhr ja das FOMC-Protokoll der letzten Sitzung. Jetzt hat sich Rosengreen von der Boston Fed gemeldet und gesagt, also dieses massive Kaufprogramm für Anleihen, das bringt eigentlich vor allem zur Lösung bestimmter Probleme nichts, vor allem für die Probleme bei den Lieferketten, das wird das Problem nicht beseitigen können, insofern macht es keinen Sinn, das bringt nichts und selbst Neil Kashkari, von mir gerne als Andrew Agassi für ganz arme bezeichnet, der hat gesagt, ja, am Ende des Jahres, vielleicht Anfang nächstes Jahres, könnte man mit dem Tapering beginnen. Und Kashkari ist so ziemlich das Dovischste, was unter der Sonne jemals gewandelt hat. Also da muss schon die Wirtschaft um 40% vier Quartale praktisch wachsen, damit der sagt, ja, wir könnten einmal mit dem Anleiheprogramm langsam aufhören, gell, aber Vorsicht, Vorsicht, also wenn der schon jetzt umkippt, dann ist klar, was der Fall ist, wie gesagt, 20 Uhr das FOMC-Protokoll heute bei finanzmarktwelt.de. Wir sehen, dass auch durch diese Haltung der Fed oder durch dieses Risk-Off der Dollar hatte zulegen können, Euro-Dollar nur ganz knapp über 1,17, jetzt allerdings an einem Widerstand, wir sind an dem höchsten Stand seit Juni jetzt. Wenn ich das richtig sehe, was negativ wäre für die Aktienmärkte, wäre ein Ausbruch des Dollars aus dieser Range und das wäre wahrscheinlich auch negativ für solche Superstars wie Cathy Wood, meine allerbeste Freundin, die jetzt sich zunehmend Wetten ausgesetzt sieht, die gegen sie wetten, die also Puts auf ihren ARK Innovation haben zum Beispiel und wir sehen, dass der durchaus nicht so richtig gut charttechnisch aussieht, dieser ARK Innovation. Da sehen wir, dass wir zwar eine Erholung gesehen hatten, aber nach wie vor im Abwärtstrend sind, an diesem Abwärtstrend gescheitert sind, jetzt am kurzfristigen Aufwärtstrend nach unten durchgebrochen sind und zu diesen Shorties, die Cathy Wood im Fokus haben, weil sie sagen, das ist das Symptom der Blasenbildung an den Märkten und sie haben damit nicht ganz unrecht, wie mir scheint, zum Beispiel Michael Burry, der ja dann in The Big Short eine so prominente Rolle spielt, das Platzen der Immobilienblase vorausgesehen hat. Und Cathy Wood hat reagiert auf die Positionierung von Michael Burry. Das ist ja durch diese Hedgefund 13K-Files jetzt immer wieder transparent. Ist kürzlich jetzt in den letzten zwei Tagen öffentlich geworden. Der wettet gegen Cathy Wood und ARK Innovation und er wettet weiter gegen Tesla. Jedenfalls sagt Cathy Wood, ja, also der hat das damals richtig gesehen mit der Immobilienblase, aber diesmal hat er überhaupt keine Ahnung von der Geschichte, gell? Da liegt er total falsch, mal sehen. Also Cathy Wood ist für mich so nach Bill Wong von Archegos der nächste anzunehmende Super-GAU, der an den Märkten passieren könnte. Super-GAU auch jetzt für Joe Biden, die Umfragewerte deutlich abgesagt um 7% nach dem Desaster in Afghanistan und Donald is back, macht sich lustig, hat sich jetzt ein Fake-Twitter-Account angelegt mit dem Namen Don Hamed Trump is done, wo er sich als Pressesprecher der Taliban geriert und sagt, ja, also make Afghanistan great again, gell? Und wie schlimm doch der Joe Biden sei als Präsident. Also zumindest ein Humor hat er gelegentlich. Das ist schon lustig. Peter Scholl-Latour, by the way, die Älteren unter Ihnen werden ihn kennen. Der hatte 2014 schon gesagt, der Krieg in Afghanistan ist verloren. Die Vorstellung, man könne die afghanische Armee ausbilden, sei völlig illusorisch, weil letztere aus gesinnungslosen Tagelöhnern bestehe. Und es ist ja so, dass sich jetzt immer mehr die Berichte häufen, wie korrupt das die Regierung war, die jetzt sich geschlichen hat aus Afghanistan. Diese Berichte, wie korrupt diese Regierung ist, die hat man vorher leider nicht gehört. Jetzt hört man sie erst. Und vielleicht noch ein paar Sachen in Sachen Corona interessant. Apple und Google wollten ja Produktion raus aus China verlagern nach Vietnam. Das geht jetzt erstmal nicht, weil die Grenzkontrollen so rigide sind, die Vietnamesen wie auch die Chinesen. Also auch hier wieder, man sieht die Probleme, die durch diese ganze Entwicklung jetzt kommen.
Wir sehen, dass jetzt der Xi Jinping darauf aufgerufen hat, exzessive Einkommen zu minimieren, dass die etwas zurückgeben sollten an die Gesellschaft. Allerdings ist ja relativ vernünftig, allerdings sollte das eher freiwillig als per staatlichem Zwang erfolgen. Wir sehen, dass chinesische Aktien jetzt so tief zu US-Aktien stehen wie seit dem Jahr 2005 nicht mehr. Unter anderem darum wird es gehen. Morgen Abend mit Markus Koch, Weltmacht Wall Street, wann endet die Dominanz? Also das ist sicherlich etwas, was Sie sich zu Gemüte führen sollten. Ich freue mich schon riesig, mit Markus und Roland hier zu sprechen, das zu diskutieren. Das ist morgen Abend 18:30 Uhr. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich heute Abend im Marktflüster den Live-Link Ihnen dann präsentieren können. Und wenn wir jetzt in Sachen Corona nochmal nach Deutschland gucken, höchste Zahl seit 3 Monaten, 8.300 Infektionen, 1.300 mehr in Deutschland als vor einer Woche. Und wir sehen oben Israel mit steigenden Corona-Zahlen, steigenden Hospitalisierungen vor einem neuen Lockdown. Die haben BioNTech. In Großbritannien rückläufige Corona-Zahlen und nicht weiter steigende Hospitalisierungen, die haben AstraZeneca. Was das bedeutet, keine Ahnung, wie das sich auswirken könnte. Jedenfalls druckfrisch hier bei finanzmarktwelt.de, BioNTech, Moderna und CureVac im Aufwind. Passiert da eine neue Rallye, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Schauen Sie da mal rein. Das sind somit die heißesten Aktien derzeit, die am Markt eben der Fall sind. Also schauen wir mal, es sieht für die Zykliker nach einer technischen Erholung aus, für Value-Aktien nach einer technischen Erholung. Ob die Kuh damit vom Eis ist? Man ist schon ein bisschen angekratzt jetzt und der Verfall, der dürfte eine gewisse Nervosität zeigen. Ich wünsche jetzt das Allerbeste und sage Servus und ciao.